Ja, wir sind jetzt schon wieder beim Let's Play Florencia da und ja, weitermachen wir natürlich mit vielen Quests und ja, das ist ein bisschen blöd, dass Tiger Claw gerade hier ist, wo wir gerade sind, weil die packen wir noch nicht, wie es halt bei Bossmon schon ist. Da muss man viel höher als die sein, zumindest wenn man keine gescheite Equip hat wie wir. Ja, ich habe jetzt noch ein bisschen Erfahrung gesammelt, wie ihr seht. Es ging ja sehr schnell. Und wir müssen hier jetzt diesen Quest machen, wo wir diese Pirates Documents. Ne, das ist irgendwie andere Quest. Oder? Hä? Ich habe bei dem Quest Automove gemacht und hat's mich hier hingelaufen. Ah, ich check's gar nicht mehr. Egal. Machen wir halt den Quest, okay. Ah, hier gibt's auch die Pirates Documents. Ach so. Ja, was schmeißen wir denn Schönes weg? Ach, diese Rezepte brauchen wir sowieso nie. Also, ja, diese Rezepte auch. Später brauchen wir Rezeptwaffen. Oder, ja, braucht man. Eigentlich schon, ja. Egal. Jetzt gucken wir halt auch schon mal, dass wir auf jeden Fall noch ein Level abkommen, aber das geht ja selbst ohne diesen Quest. Ohne Pro. Ah, oh, nein! Jetzt habe ich wieder da nicht drauf. Oh, ja. Okay, ich darf den ganzen Weg nochmal laufen. Juhu. Das wollte ich euch ersparen. Aber toll. Ja, Tiger Claw, klasse, wuhu. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass wir da zwei Quests gleichzeitig machen können. Und diesmal ist der Weg etwas mehr frei und ich muss mich nicht hier durchkämpfen. Obwohl von diesen Deadbush-Liedern müssen wir auch noch Quest-Items sammeln. Ach, natürlich habe ich wieder keine MP. Um den AOE-Skill einzusetzen. Das stimmt, ich wollte auch noch gucken, auf welchem Level wir dann neue Fertigkeiten holen können. Das machen wir dann auch gleich, wenn ich die Gruppe erledigt habe. Schon mal hier. Level 33, Level 25 schon, also das könnten wir uns eigentlich schon holen. Sollte ich vielleicht sogar mal. Aber jetzt mache ich jetzt nicht mit euch mit Level 28. Ja, also zwei neue Fertigkeiten können wir uns holen. Depravity of Soul. Angriffskraft der Magie. Hört sich jetzt nicht so schlecht an. Beschwört Donner. Ne, Dornenranken und fesselt die Feinde des Ziels und macht es für eine gewisse Zeit bewegungsunfähig. Jetzt sollte ich vielleicht von Anfang an ein bisschen gucken, was hier ist. Okay, da müssen wir anscheinend irgendwann Quest abholen. Jetzt aber gucken wir mal, wo die gute Tiger Claw ist. Aber nein, ist irgendwie nicht mehr da. Ich glaube, die läuft irgendwie immer um den See herum und dann hier, was weiß ich. Weil ich hatte schon Quests von diesen normalen Tiger Spiders und der war eigentlich, ne, es waren sogar zwei. Da musste ich zweimal 20 jagen. Und da die gleichzeitig aktiv waren, war das sehr einfach und ging sehr schnell. Solche Quests mag ich dann. Ja, aber irgendwie packen wir hier nur ein Mob. Ja, okay, wir würden vielleicht auch zwei schaffen, aber das wäre dann ziemlich knapp. Hätten wir besseres Puder, würden wir das bestimmt locker schaffen, oder Pots auf jeden Fall. Aber ja, chillen wir halt ein bisschen und machen nur immer ein Mob. Werden wahrscheinlich auch nicht fertig kriegen, diesen Quest. Da ist ja schon ein paar Items hin, aber macht ja nichts. Guck dann, dass ich wieder offscreen und fertig mache und ein bisschen Level noch.
dass wir bald Level 70 sind. Weil jetzt habe ich ja in Metin jetzt wirklich mein Ziel erreicht. Für die Ferien mehr oder weniger. Aber ein bisschen verlängerte Ferien. Auf jeden Fall, ja, habe ich dann ein bisschen mehr Zeit hier in Flow zu leveln und zu questen vor allem. Aber sind dann auch unsere letzten Quests, wie ihr seht. Hier habe ich noch sehr viele unnötigen Quests und halt viele Bosskämpfe, die da vor uns stehen und uns bevorstehen. Und ja, jetzt wage ich es doch mal, was zu pullen. Ah, verdammt. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Aber es passt trotzdem. Haben wir hier noch Puder. Das ist nur minimal was bringen, aber passt. Es reicht. Hätten wir vielleicht nicht mehr gebraucht, aber so wird es dann nicht so knapp. Ach man. Tropen. Gerade voll viel für andere Klassen. Andere, ja. Und wir bräuchten da so dringend eine neue Waffe. Obwohl man ja mit der auch noch gut leveln kann. Aber eben nur einigermaßen gut. Ach, es zieht sich doch ein bisschen länger mit der Erfahrung hier. 7% noch. Jetzt muss ich mich sogar noch wieder hinsetzen. Weil die mir gut Damage machen. Können wir mal kurz gucken. Also, wir hätten hier noch diesen Brief. Ah, verdammt, 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 schnell weg. Oh, zum Glück habe ich es noch gemerkt. Puh. Also gut, jetzt nochmal. Also hier habe ich noch von dem Level 26 Quest, war das glaube ich, dieses Gutscheinticket bekommen, aber das will ich jetzt genau wie den Brief noch nicht öffnen, weil wir gerade keine Items auf Zeit mehr gebrauchen können, weil sonst würden die gleichzeitig ablaufen. Das wäre ein bisschen blöd. Holen wir uns wieder zwei Gruppen. Also nicht zwei Gruppen. Zwei Mobs. Ja, dann haben wir auf jeden Fall, wenn wir Glück haben, na, wenn die Items auf Zeit abgelaufen sind, gleich nochmal welche. Weil unsere Ringe sind ja nicht besonders gut. Nur ein bisschen physikalische Abwehr. Und der andere hat, das hat, glaub, die Halskette, die nur Magiewiderstand hat oder magische Abwehr, wie auch immer. Ah, oh Mann, da muss man echt die ganze Zeit aufpassen, wo die Tiger Claw sich gerade rumtreibt mit ihren Begleitern. Ja, 6% noch. Und der Quest geht doch relativ schnell, kann man sich nicht beschweren. Da haben wir schon die Hälfte. Ja, in den nächsten Leveln weiß ich nicht, ob wir da. Moment, ich habe glaube letztes Mal geguckt, da kriegt man glaube schon wieder immer noch einigermaßen viele Quests. Ich habe schon wieder vergessen, ab welchem Level es nochmal war, dass man weniger Quests kriegt, aber ja, es wird dann für mich auch kein Problem sein, da mal mich ein bisschen hinzusetzen und nur Mobs zu hauen, ohne da einen Quest zu erledigen. Muss man halt nur eine gute Levelstelle finden, wo man auch gute Erfahrung kriegt. Und wie gesagt, muss ich mich ein bisschen schlau machen, damit ich da nicht zu viel Zeit verschwende.
Jetzt hätte ich mich schon mal hinsetzen sollen, aber das können wir ja immer noch. Jetzt haben wir eine kurze Zeit wieder Ruhe von der Tiger Claw. Ich wette, wir kriegen auch mit Level 28 ein Quest, wo wir die killen müssen. Ich weiß, gibt's für jeden Boss-Mob auch einen Quest, den zu killen? Ich denke, fast, weil. Oder nee, der erste, mussten wir den killen? Ja, aber wir brauchten ein Item von dem. Ein Boss-Mob, der dann bei den Fungis da in der Nähe war. Also den mussten wir auch schon killen. Ich wüsste jetzt keinen Boss-Mob, von dem wir keinen Quest kriegen. So, als Anfänger denke ich deshalb mal, dass es immer dazu einen Quest gibt. Ach los, regeneriere dich schon. Ach, muss reichen. Es wäre lustig, wenn wir bald nochmal einen AOE-Skill haben würden. Dann könnten wir da auch schon einiges reißen. Aber wir haben halt zu wenig Verteidigung noch. Zu wenig HP. Um uns da wirklich was pullen zu können. Ja, der eine Quest ist sogar schon fast fertig. Beide fast. Sogar schon. Können wir die ja vielleicht sogar nachher gleich abgeben und dann auf jeden Fall Level abkommen. Ach, immer dieses Gift. Ja, bei den Raccoon Spiders wurde man nicht vergiftet, aber ich glaube bei den Tiger Spiders wurde ich da schon mal vergiftet, keine Ahnung. Ah, ich brauche endlich ein neues Equip, es nervt mich voll. Dass ich dann endlich mal wieder was uppen kann. Was ist das? Mercenary Schild, toll. Holen wir uns nochmal was. Jetzt dürfte. So, allein vom Zeitgefühl her, die Tiger Claw bald wieder kommen. Aber, ja, keine Ahnung, wie lange die braucht, um eine Runde zu drehen. Und noch drei Items von beiden. Jetzt nicht mehr, jetzt passt es nicht mehr ganz. Zur Sicherheit gehen wir gleich mal wieder Richtung Wand. Wird bestimmt lustig, wenn wir dann mal im Turm sind. Aber ja, es wird bestimmt auch nicht mehr so lang dauern, denke ich jetzt mal. Bis wir da einiges packen, dauert es vielleicht schon noch eine Weile, aber die ersten Ebenen werden wir da schon locker packen. Auch wenn ich da natürlich noch nie war. Hehe. Wo weiß ich das dann? Ja, mir wurde es gesagt. Aber wie viel ich da allein packen würde, ist jetzt wahrscheinlich nicht. Der Rede wert. Wieso läuft der jetzt weg? Egal. Ja, manchmal macht er sich selbstständig, mein Schau. Entwickelt halt ein Eigenleben. Passiert. Das kennt ihr bestimmt auch, oder? Bestimmt, klar. Ja, noch ein. Ah, da haben wir den einen Quest doch schon erledigt. Ach ja, es ist. Ich wusste es doch. Was hat er gerade gesagt? Wieso kann die überhaupt sprechen? Die Spinne. Ach, lauf schon schneller vorbei, dass ich da jetzt den Quest auch noch schnell abschließen kann. Zwei Items, die werde ich ja wohl noch kriegen. Ich wüsste nicht, dass wir auf dieser Stadt, in dieser nächsten Stadt, uns auch die Fertigkeiten holen könnten. Aber ich glaube nicht. Da müssen wir zu Jamie oder Jamie.
Hieß er ja, glaube ich. In Reedwich. Reedwich? Nein, Roxbury. Quatsch. Reedwich. Reedwich war es nicht. Gerade echt Sprachfehler. Ah, diese Pause wird anscheinend ein bisschen länger, weil ich den Quest noch mit euch abgeben will, um dann noch in diesem Part Level 27 zu werden. Gleich weiter. Gar nicht groß zögern. Auf die Spinnen draufkloppen. Spinnen gibt's, glaube ich, auch in jedem MMO. Also ich wüsste keine MMO von den einigen, die ich ja spiele, wo es keine Spinnen gibt. Aber ja, es ist jetzt nicht das die interessanteste Information, die ich euch geben kann, aber passt. Ach, jetzt. Ja, wenn wir jetzt den Item droppen, dann wäre ich auch ganz froh, dass der Part nicht zu lang wird. Dann lassen wir uns gleich killen. So geht's am schnellsten. Kommen wir fast so schon Level ab. Und haben wir es? Jawohl. Jetzt gleich killen lassen. Ach. Alles pullen einfach mal. Der Spaß wird einfach draufkloppen. Wo wir denn die Gruppe sicher nicht schaffen. Aber ein Mob vielleicht noch, wer weiß. Ja, passt. Okay, jetzt in der letzten Stadt. Ja, wieso dauert das jetzt so lange? Ach, egal, passt. Wow. Bisschen geruckelt, aber jetzt gehen wir einfach mal die Quests ab. Einer wird schon reichen, den anderen muss ich jetzt nicht unbedingt mit euch machen. So ewig laufen. Ich will jetzt nur, dass ihr noch mit mir Level Up macht. Oder miterlebt halt. Und ja, genießen das hier noch. Als Zocker kann man auch sowas genießen. Wasserfall. Ja, passt. Kann man machen. Und jetzt sind wir auch gleich da. Bei der Inhaberin des Schmieds. Und den Quest geben wir ab und werden Level 27. Und damit bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.